So, heute geht es um Goethes Faust und wir wollen einfach mal den Nachweis erbringen, dass Mephisto eigentlich keine Chance hat. Das heißt also, Goethes Faust, dieses Drama, ist aus unserer Sicht ein sehr einseitiger Wettkampf. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Hier rechts haben wir immer eine Erläuterung, die man sich durchlesen kann. Aber wir konzentrieren uns mal ganz jetzt hier erstmal auf das Schaubild hier. So, wir beginnen mit der allgemeinen Vorstellung, die es so von Goethes Faust gibt. Da ist Faust ein frustrierter Gelehrter. Er will alles wissen, alles erleben und lässt sich dann auf Mephisto ein, schließt mit ihm einen Pakt und das läuft auf das Übliche hinaus. Mephisto dient ihm im Diesseits und Faust dient ihm im Jenseits. So, was dann passiert, ist vor allen Dingen die Gretchentragödie. Die Mutter stirbt ja in dieser Liebesnacht, für die der Mephisto gesorgt hat. Das Kind, das geboren wird, wird von Gretchen im Wahn umgebracht. Sie landet im Kerker und ihr Bruder übrigens kommt auch dabei um. Also eine ziemliche Abfolge von Tragödien. Und am Ende heißt es dementsprechend auch: Heinrich, mir graut vor dir. Das ist das, was hier erreicht ist. Und das sieht natürlich nicht gut aus für diesen Faust. Der selbst ist mit Mephisto weiter unterwegs, Richtung Faust 2. Und am Ende wird er doch irgendwie gerettet. Die meisten Leute wissen nicht so genau, warum, weshalb. Hat was mit Streben zu tun oder so. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. So, jetzt die Wahrheit. Und da muss man vor allen Dingen auf den Prolog im Himmel achten, aber es gibt auch einige Szenen, die eine Rolle spielen, besonders die Studierzimmer-Szene am Ende nach dem Pakt, da wird das also ganz, ganz deutlich. Und zwar im Prolog im Himmel, da haben wir oben den Herrn, darunter müssen wir so etwas wie Gott uns vorstellen. Und wir haben Mephisto, den Teufel, der da auch erscheint, oder umgekehrt, Gott erscheint im Himmel und Mephisto ist da auch da, neben den Engeln und so weiter. Wichtig ist jetzt Folgendes: Es geht um Faust und Faust wird von vornherein von Gott als sein Knecht bezeichnet. Und Knecht hängt eher mit dem englischen Knight zusammen, also Ritter. Das heißt also, der Faust gehört gewissermaßen so zur Garde Gottes, ist ein Knecht Gottes. Das hat nichts zu tun mit Stallbursche oder sonst irgendetwas. Und es heißt von ihm, der Mephisto, der hier als Schalk bezeichnet wird. Also Schalk ist jetzt wirklich im damaligen Sinne Knecht, aber auch natürlich Spaßmacher, Hofnarr und so weiter. Ne? Das spielt da möglicherweise auch ein bisschen rein. Und der stellt Gott nun Faust vor und sagt selbst, nicht irdisch sei seine Speise. Das heißt, dieser Faust wird von ihm eigentlich genauso vorgestellt, wie der Herr Gott sich den Menschen eigentlich vorstellt. Nämlich Gott hat ja immer Angst, dass der Mensch erschlafft und darum bekommt er den Mephisto als Antreiber dazu. Und Mephisto selbst sagt, ne, dass er zu denen gehört, ne, die immer das Böse wollen, aber das Gute schaffen. Das ist eigentlich auch schon eine sehr problematische Vorausschau auf das, was da passieren wird. Und was die meisten Leute übersehen, ist, dass es im Prolog ganz eindeutig heißt, solange er lebt. Das Ganze gilt also nur im Leben, diese Wette. Und Gott lässt sich da so herab dazu. Und er sagt auch ganz klar, wenn er mir jetzt noch verworren dient, ich werde ihn in die Klarheit führen. Und wenn er jetzt noch einen dunklen Drang hat, dann wird er trotzdem auf dem rechten Wege bleiben. Und das zeigt sich dann später auch in Auerbachs Keller. Hier der Mephisto hat ja nur Saufen im Sinn unter den Studenten. Da hält Faust gar nichts von. Gretchen ist eigentlich nur so als Liebesspielzeug für die Nacht ja ursprünglich gedacht. Ne? Daraus entwickelt sich aber eine wirkliche Liebe. Ganz egal, ob sie nun möglich sich durchführen lässt, beziehungsweise zur Ehe werden kann. Das ist eine ganz andere Frage. Und als Faust dann mitbekommt, was Mephisto wirklich so treibt, ist er zornig auf ihn. Das heißt, er meinte schon ernst mit Gretchen auf seine Art. Interessant auch, dass dieser Gott hier auch eingreift, nämlich die Osterglocken kommen genau in dem Moment, als Faust ja eigentlich sich als frustrierter Gelehrter das Leben nehmen will.
Selbstmord begehen will. Und dann wäre das alles zu Ende gewesen hier mit dem Knechtsein und so weiter, mit dem Streben. Das verhindert Gott, so kann man das wohl verstehen. Und er greift auch hinterher ein bei der Rettung Gretchens. Die endet also nicht im Kerker, sondern es heißt dann, sie ist gerettet. Ganz wichtig ist dieser Pakt, der immer so hervorgehoben wird, hat vor diesem Hintergrund natürlich eine ganz untergeordnete Bedeutung. Denn der Gott, der hier wirklich übergeordnet ist, der weiß ja schon, was am Ende rauskommen wird, denn er will ja in die Klarheit führen. Und das gilt nur im Leben. Und er bleibt auf dem rechten Wege, sagt alles der Boss gewissermaßen, der hier alles eigentlich im Griff hat. Und man merkt das auch sehr schnell schon, denn kaum ist der Pakt unterzeichnet, sagt Faust nochmal deutlich, du musst keine Angst haben, dass ich den Pakt brechen werde, denn ich will das Höchste und das Tiefste. Und das ist natürlich ganz im Sinne Gottes, nämlich das ist der Inbegriff des menschlichen Strebens. Mephisto dagegen sagt ganz eindeutig, ich will ihn in flache Unbedeutenheit hineinführen. Dazu gehört sicherlich auch Auerbachs Keller, nur so eine stille Liebesnacht. Und in Wirklichkeit läuft das überhaupt nicht im Sinne von Mephisto. Wir haben das jetzt so gemacht, dass wir hier diese Gegenüberstellung, die werden wir jetzt im Einzelnen nicht vorstellen, weil sie selbsterklärend ist. Aber hier haben wir das nochmal ganz klar gemacht, dass Mephisto von Anfang an auf dem falschen Dampfer ist. Ne? Er betrügt nicht nur am Ende, sodass sogar formal der Pakt in Faust 2 nicht erfüllt ist, sondern er sieht überhaupt nicht, dass er nur eine Funktion hat. Als Teufel muss er schaffen, aber er ist untergeordnet. Und Faust ist eigentlich genau im Sinne Gottes sein Knecht. Das sieht man hier eben sehr deutlich. Da die Zitate haben wir im Schaubild da schon erwähnt. Und das macht also eindeutig klar, dass Mephisto eigentlich keine Chance hat, weil Faust eben von vornherein ganz im Sinne Gottes lebt. Das ist natürlich nicht der christliche Gott. Goethe hatte da so seine eigenen Vorstellungen. Da kann es auch Tote geben und so weiter. Das ist nicht das Entscheidende, sondern das Streben, das steht im Vordergrund. Gehen wir die Sachen mal ganz durch, was man sich merken sollte. Es gibt einen Pakt zwischen Faust und Mephisto, der aber von vornherein schlecht aufgestellt ist. Denn der eine will das Höchste und das Tiefste und Mephisto will ihm nur flache Dinge geben. Saufen, One-Night-Stands und ähnliche Dinge mehr. Und Mephisto begreift überhaupt nicht, dass Faust ein Knecht Gottes ist, genau in dessen Sinne schon lebt. Und Irrtümer und Fehler und sogar Tote sind dabei mit inbegriffen. Mag einem nicht gefallen oder so, aber es ist eben in Goethes Vorstellung so. Mephisto hat nur die Funktion, diesen Faust anzutreiben. Und das tut er dann auch. Und der Gott macht, Gott oder der Herr macht von Anfang an klar, dass Mephisto nur während Fausts Lebenszeit über ihn verfügen kann. Es gibt also überhaupt keine Kompetenz für das Jenseits. Und am Ende soll er beschämt werden. Und wenn man sich den Schluss von Faust 2 anguckt, dann sieht man auch, dass er da zur lächerlichen Figur wird, während die Engel ihm Faust mehr oder weniger unter den Händen wegreißen. Gott sagt also voraus, dass Mephistos Paktexperiment scheitern wird. Und er ist ganz offensichtlich der Boss. Mephisto sagt ja selbst, wenn er von einem großen Herrn spricht, das. Und man darf auch nicht vergessen, das fügen wir hier nochmal hinzu. Mephisto will das Böse, das sagt er selbst, anscheinend merkt er gar nicht, was er da sagt, schafft das Gute. Das heißt, auch er ist eigentlich fast ein Teil des göttlichen Konzepts. Am Ende des ersten Teils heißt es dann von Gretchen, sie ist gerettet, da greift Gott ein. Und am Ende des zweiten Teils wird auch Faust gerettet, weil er immer gestrebt hat. Das wird da ganz deutlich gesagt. Wer immer streben sich bemüht, den können wir erlösen. Und weil die Liebe von oben an ihm teilgenommen hat, das bleibt offen, ob das nur Gretchen ist, dafür spricht einiges, oder ob nicht sogar die Liebe Gottes hier zu diesem Knecht, diesem besonderen Diener, da eine Rolle spielt. Für uns interessant ist jetzt, dass Faust so eine Art Prototyp für alle Menschen ist, denn im Prolog ist die Rede davon, dass alle Menschen ein Himmelslicht bekommen haben. Dass sie allerdings zum Teil falsch benutzen, das kann man da an den Zeilen gut nachlesen. Und man könnte in gewisser Weise sagen, Faust durchläuft in diesem Drama einen Prozess der Bildung. Und da merkt man natürlich auch, dass Goethe den Faust zwar in der Zeit des Sturm und Drang begonnen hat, aber als er 1808 ist es wohl gewesen, müsst ihr doch mal nachgucken, so zumindest haben wir das so im Kopf, veröffentlicht wird, ist das auf jeden Fall in der Zeit der Klassik. Und von daher merkt man, da ist ganz viel Klassisches Denken dabei.
Ja, wir hoffen, dass wir euch da ein bisschen Klarheit verschaffen konnten. Wir werden die Dokumentation wie immer hier ablegen. Dort kann man auch noch Aktualisierungen, eventuell Korrektur von Fehlern, wenn die uns später auffallen sollten, vorfinden. Und man kann sich an uns wenden. Hier gibt es auch ein Register, wo man alphabetisch noch andere Angebote von uns findet, wenn man es bei Google direkt nicht findet. Und wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Kanal schnell durchblickend bei YouTube abonniert. Denn vielleicht ist das nächste Video für euch ja auch wieder interessant. Das würden wir uns jedenfalls wünschen.